Das Allgäuer Schienennetz soll komplett elektrifiziert werden. Die Weichen dafür hat heute das bayerische Kabinett in München gestellt, mit einer umfangreichen Projektliste für den Bundesverkehrswegeplan 2015. Neben der bereits bestehenden Strecke Buchloe-Memmingen-Lindau haben wir angemeldet die Elektrifizierung der Strecke Augsburg-Buchloe und dann weiter die Elektrifizierung der Strecke Buchloe Kaufbeuren-Kempten in Richtung Lindau und darüber hinaus auch Elektrifizierung der Strecke Ulm-Kempten-Oberstdorf. Nicht nur die Elektrifizierung des Schienennetzes im Allgäu hat es auf die Wunschliste geschafft, auch das Allgäuer Straßennetz soll verbessert werden. Wir haben neu angemeldet im Allgäu den vierspurigen Ausbau der B12 von Kempten über Kaufbeuren nach Buchloe in der gesamten Länge. Wir haben angemeldet den Entlastungstunnel in Füssen und enthalten ist auch der Entlastungstunnel in Fischen, über den ja in letzter Zeit diskutiert worden ist. Darüber hinaus eine Verbesserung der Strecke auf der A7 zwischen Memmingen und Illertissen. Thomas Kreuzer hofft auf die Allgäuer Bundestagsabgeordneten in Berlin. Dann hätten die eingereichten Projekte seiner Meinung nach gute Chancen. Ich erwarte, dass die im Bundesverkehrswegeplan enthalten sind. Ich erwarte nicht, dass alles in den nächsten Jahren geschehen kann. Hier muss man langen Atem haben. Wir haben ja auch heute die Neigetechnik mit den Dieselfahrzeugen. Aber ich gehe davon aus, dass wenn aufgenommen wird, dass dann auch die Umsetzung in absehbarer Zeit Schritt für Schritt erfolgen kann. Den ersten Schritt hat das bayerische Kabinett heute gemacht. Jetzt geht die Liste nach Berlin. Dort wird letztlich entschieden, wie schnell das Allgäu zukünftig erreichbar ist.